Klick, klick. So. Och Mensch, ich dachte. Komm schon, komm schon. Kaputt. Victory. 8000 Gruppen-EP. 2 Ektoplasma. Und wir müssen noch 2 sammeln. Ich würde sagen, Sumpfgott. Oh. Oh, Mist. Es tut mir leid. Das war blöd. Ich wollte eigentlich auf hinzufügen noch. Aber das könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. So, den einen machen wir jetzt eben. Dann schlafe ich kurz. So. Victory, 1000 Gruppen EP. Ja, mach fertig. So, schlafen. Mist. Egal. Ist völlig egal. Wir sammeln ja dann dadurch nur EP. Und Ektoplasma. Was auch immer das genau hier im Spiel genau darstellt. Genau, genau, genau. So, noch eine Blutung drauf. Und Niederstrecken. Und Herzschuss. Der macht nicht viel. Achso, der ist auch geschwächt, der gute Mann. Dann Schlag des Anführers. Hat nicht gereicht. Einmal eine Kralle und dann ist gut. So, Victory. 1000 Gruppen-EP. Passt. Okay. Wir schlafen einfach wieder. Bin eh wieder überrascht. Zufallsbegegnung. Herzschuss. Doppelschlag. Schlag des Anführers. Pam und Feuer. Sehr schön. Zorn der Bestie. Ach, einfach draufhauen. Der macht eh nicht viel Schaden. So. Auch fertig. Feuer vorbei. 1000 Gummi-B. Zack. Aber wir kriegen kein Ektoplasma, ne? Versuchen wir nochmal. Ah, okay, das war der letzte Versuch zu schlafen. Ich verspreche es euch. Pfeilhagel, sehr schön. Papapapam. Doppelschlag. Crawley. Und Niederstrecken. Super effizient. Moment, da müssen wir Schlag des Anführers machen. Schlag des Anführers super effizient. Jäger kann leider nicht mehr seinen Pfeil regen. Oder Hagel, wie auch immer. Kralle. Und einfach drauf. Durch. Kriegen wir Ektoplasma. Einmal. Okay, wir kriegen also doch Ektoplasma. So. Gibt in jedem Fall ordentlich EP, glaube ich. Und ordentlich Schwächung. So, Gaias Segen. Da hilft eigentlich nur der Standardangriff, weil geschwächt. Paladin, heiliger Schild. Und Schwächung dort erstmal hin. Ja, auf ihn. Blutung. Ich glaube, irgendwie jede Runde schwächt uns jemand, kann das sein? Pfeilhagel mal auf. Herzschuss auf den da. Schlag des Anführers auf ihn. Na, mit der Schwächung macht das keinen Sinn. Schwächen wir mal zurück komplett auf alle. So, erstmal ihn. Die Blutung können wir trotzdem verteilen, das ist gut. Immer noch geschwächt. Ja, dann Standardangriff. Hilft alles nix. Auch wenn der super effizient. Ja, der macht wenigstens noch halbwegs Schaden. Niederstrecken. So. Unser Damage-Dealer, Heiler. Zack. So, der ist Doven. Nächste Blutung verteilen. So, der Jäger kann auch mal ein paar Blutungen verteilen, beziehungsweise seinen Herzschaden, wie auch immer. Super effizient. Und Niederstrecken. Auch super effizient und sogar tot. So, jetzt auf ihn. Zorn der Bestie. Und ja, einfach drauf. Herb, herbiderb, zack. Und da, Niederstrecken.
Und verdammt. Zack. Ihr seid sicher. Halt die Klappe, Blödmann. Du bist der Spielleiter, du musst dich. Du hast dich zu benehmen, niederes Volk. Oh, das war jetzt nicht sehr effizient. So, das war super effizient. Erstmal kaputt machen. Blutung hinten. Verdammt. Oh, ich habe so mal gar nicht aufgepasst. Scheiße. Okay, komm. Plätten. Nicht lang fackeln. Den letzten auch noch. Ich hoffe, wir kriegen Ektoplasma bei denen. Okay, das war eindeutig meine Schuld. Ich habe so gar nicht aufgepasst. Das war echt blöd. Das war nicht gut. Nein, nein. 7738 Gruppen-EP. Wenig Gold. Ach, was heißt wenig? Eigentlich war es okay. Ja, wiederbeleben. Level up. Was machen wir denn da mal? Zwar, der Beste ist schon auf 10. Regeneration, Winterschlaf, Geiersegen. Machen wir Geiersegen nach oben. Hier mache ich weiterhin Gift nach oben. Mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist. Egal. Zirkel der Heilung, das haben wir alles auf. Okay, machen wir auf 8. Vielleicht ziehen wir dann ein bisschen das andere nach. So. Kannst du bitte einen kleinen Trank nehmen? Das hat so fast nichts gemacht. Erstmal das Steak noch. Ja, das ist besser. So, haben wir Quest erledigt? Jawohl. Ihr geht, bla bla. Tschüss, auf Wiedersehen. Es gab sogar 8700 EP. Bedrohungsbonus erstmal weiter nach oben setzen. So, dann sind wir leider Gottes hier auch durch. Mit den 700 können wir aber vielleicht mal, oder? Da sind wir durch. Da sind wir auch durch. Das kann auch gar nicht sein. Bergtempel, Level 29. Vulkan des Phönix, da waren wir noch nicht, Level 30. Haben wir einen Bergtempel? Echt jetzt? Ernsthaft? Ohne. Ich wollte da nicht hin, tut mir leid. Wir müssen. Nee, wir müssen nicht da lang. Wir hätten auch. Ach, verdammt. Okay, ich wollte Richtung Schmied. Entschuldigt. So, wie viel haben wir noch? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. 1, 2, 3, 4. Ja, ich liebe es auch, Gold auszugeben. Noch viel mehr liebe ich es, kein Gold auszugeben. Scheiße. Okay, auf ein neues. Nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Schade. Yay! Okay. Fertigen wir für 450. Hallo? Moment. War das jetzt nur. Warum ist das so ausgegraut? Das verstehe ich nicht ganz. Müssen wir den Schmied nochmal verbessern? Ah, guck mal, wir können auch noch. Okay. Okay, wir können für 150 die Kleidung noch. 2% Mana entzogen? Dem Gegner pro Angriff, oder was? Regeneration Mana-Punkte. Hui, sehr schön. Okay, fertigen. Ja. Schurke hat schon mal neue Kleidung. Okay, sehr gut. Nerd-Druide. Ja. Oh, was haben wir für ein Schlück? So, mit Mana-Punkte-Regeneration traumhaft. Ein Schild. Für unseren Paladin mit 2% auf alle Fertigkeiten. Boah, nice. Oh, schon wieder Glück gehabt. Eieieiei. Okay, sehr cool. Jetzt müssen wir noch Hipsterjäger und IT-Kleriker.
Aber da kriegen wir bestimmt schon bald Geld für. So, was haben wir hier? Level 27. Könnte knapp werden, ne? No risk, no fun. Nehmt den magischen Trank, den ich gebraut habe, und werft ihn im Dunkelwald auf den Boden. Das wird euch einen Weg weisen. Auf zum Dunkelwald. Bist du der Dunkelwald? Nein. Das ist der Dunkelwald. Das ist aber auch schon ein hohes Gebiet, generell mal. Wir werden angegriffen von Goblininis. Wir haben kein Mana. Völlig egal, die sind recht schwach. Süßes Geräusch eigentlich. So. Und. So. Erledigt. Okay. Einmal kurz schlafen. Macht sicher Sinn und wir können sogar durchschlafen. Finde ich gut. Tipp, 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 tipp. So. Ryzen. Auf zum Dunkelwald. Ich wette, wir begegnen wieder ein paar Wölfen. Unter anderem, natürlich. So, Ratten. Pion. Ah, Moment. Können wir da nicht den hier machen? Sehr schön. So ein bisschen Mana verbraucht, aber dafür sind wir auch schneller durch. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell weiter. Wir müssen eh von Dorf zu Dorf reisen, quasi, ne? Egal. Ach, oh, jetzt sehe ich das erst. Man gibt ja immer nur das Stückchen aus, was man jetzt gerade reist. Auch mit einem Schlag erledigt, okay. Natürlich nicht vom Paladin. Victory. Ein roter Zielapfel. So. Auf zum Dunkelwald. Schalalala. Spinnen. Das überrascht mich. Ich hätte damit. Oh, die sind stärker. Schlag des Anführers. Und Zorn der Bestie. Mal eine Schwächung. Und Doppelschlag. War vielleicht übertrieben. Okay, so stark sind die doch nicht. Chirp. Chirp. 22, sehr gut. Die Reise ist bezahlt. Ja, eine kurze Rast. So, reicht. Und ab in den Wald. Jetzt wird's kritisch. Ein End oder so, der nicht viel Schaden nimmt. Ich verstehe. Herzschuss. Zorn der Bestie. Und bitte eine Schwächung. Und Doppelschlag. Das sieht besser aus. Heiliger Schild. Also wir müssen immer über die Heilung kommen, die er pro Runde rausheilt. Also an Schaden müssen wir über die Heilung kommen. Pam. So, der Schurke kann da am meisten machen, glaube ich. So. Einfach Damage. Mach auch einfach mal Damage. Auch einfach mal Damage. Und der Schurke kann noch mal einen Doppelschlag. Traumhaft. Der Paladin macht noch einfach einen Schlag des Anführers. So. Tot.